Einkaufen soll Emotionen wecken. Für viele Kunden ist der regelmäßige Wocheneinkauf nicht mehr notwendiges Übel, sondern Teil der Freizeit. Sie möchten die Shoppingtour genießen und häufig mit allen Sinnen erleben. Schon längst ist die passende Lichtstimmung ein wichtiger Teil der Warenpräsentation. Die passende Beleuchtung vor Ort setzt Brot richtig in Szene oder lässt Fleisch besonders saftig wirken. Idealerweise habe ich in meinem Geschäft für jede Abteilung das passende Licht. Und weil ich in jeder Abteilung unterschiedliche Produkte habe, unterschiedliche Produktkategorien, ist für die nicht unbedingt ein und dasselbe Licht genau richtig. Wenn ich das als Einzelhändler heute nicht so verstehe und so handhabe und umsetze, dann werde ich wahrscheinlich immer mehr unter Druck kommen durch die Art von Einkauf, für die man gar nicht mehr in den Laden gehen muss, sprich den digitalen Handel. Dass die Branche den Trend richtig erkannt hat, beweist sie auf der Fachmesse Euroshop in Düsseldorf. Vorbei sind die Zeiten von schlichten Einkaufswagen aus grauem Stahl. Die neueste Generation erscheint in den Farben des jeweiligen Supermarktes. Halter für Smartphones oder verschieden große Ablagefächer gehören schon bald zum Standard. Der Kunde möchte nicht nur seine Schokolade kaufen, der möchte sich verführen lassen. Ja? Heute, man ist gesättigt, man hat alles und dementsprechend ist der stationäre Handel gefördert. Die alten Rezepte funktionieren nicht mehr, volles Regal, billiger Preis, sondern das muss mehr sein, das Gesamtpaket muss passen. Ein Geheimrezept für das passende Gesamtpaket gibt es wohl nicht. Doch das Angebot auf der Euroshop in Düsseldorf zeigt auch, die Möglichkeiten für die passende Ladengestaltung sind schier unendlich und wahrscheinlich genauso individuell wie jedes einzelne Geschäft vor Ort.